Kapitel 56. Der Gefangenentransport. Hallo Cowboys und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir müssen wieder Hilfe leisten und zwar... Der Castilla hat ein paar Leute auf dem Kika. So ist das. Und gemeint ist natürlich nicht der Kinderkanal. Auf dem Kika, ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Fängt schon wieder super an heute. Genau, und wir sollen Landon Ricketts folgen. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Linda seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. Na, die verstehen sich ja richtig gut. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be, stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought... Look, it's an army convoy. I think I see the prisoners in those wagons. Okay. Und auf geht's! See if you can... Bam! First wagon. Yeah! Ich muss mal die Knarre wechseln, Moment. Ganz wichtig. Ganz wichtig jetzt hier kurz. Auf die Winnie. Auf die Winnie Winchester! Und weiter. So, komm schnell, schnell, schnell. Ja, jetzt bringen wir... Du darfst die Kutsche nicht demolieren, ne? Genau, und jetzt bringen wir erstmal die Soldaten um und nehmen uns nicht nur mit so... So, Nummer 1. Ach, das ist der Ricketts, Mann. Ich hätte ihn beinahe abgeknallt. Den alten Ampelmann. Und weiter geht's. Boah, scheiße. Und den so, komm. Wunderbar. So, und hinterher. Wir sollten mal Medizin nehmen zwischendurch eigentlich. Der ist doch eh gleich weg. Jetzt hast du noch einen Fahrer. So, und den holen wir uns auch noch. Der kann ja nicht viel machen, der Kleine. Dachte ich. Er kann sterben. So zum Beispiel. Oh. Alter. Ja, und noch von der anderen Kutsche mitgenommen. Halt. So. Da sollen wir die zum Anhalten bringen, haben wir erfolgreich gemanagt und jetzt runter hier und ab auf die Gefängniskutsche, wo die Gefangenen drin sind. Und wie gesagt, wir haben jetzt Soldaten getötet. Und bestimmt kommt gleich die Armee hinter euch her. Hinter uns? Bringen die Gefangenen nach Amerika. Da war der Grenzübergang noch nicht so gesichert wie heute, ging noch recht easy, mal eben über die Grenze schmubbeln. Klettere über den Elektrozaun. Genau. Au! Naja, auf jeden Fall interessant wirklich, dass wir ja auch beide Seiten irgendwie gegenseitig ausspielen, ne? Also wir jagen ja zum einen Rebellen und zum anderen töten wir normale Soldaten. Ja, aber du weißt manchmal nicht, wer Freund und wer Feind ist. Manchmal sind die Grenzen da doch sehr nah beieinander. Schwammig. Oh, 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 Alter. Vorsicht. Das ist auch ziemlich schwammig, das ist gerade ausgedrückt. So, Nummer 1. Okay, weiter. Es bleibt ja keine Möglichkeit, keine andere Wahl haben wir, als hier weiterzuziehen. Vorsicht! Mach Platz, Junge! Yeah. Hier kommt der Landvogt! Oh, Vorsicht! Komm weiter einfach. Nein. Scheiße! Ach! Ach, Mist! Ab Checkpoint wiederholen. Der mexikanische Zug. So ein Scheiß aber auch. Zug um Zug kommt man sich näher. Ah, hier sind also. Don't slow down, sagt er. Okay. Bam. Ich gebe jetzt einfach Vollgas. Fahr ihn um. So, Nummer 1 und jetzt Vollgas. Komm. Muss ja irgendwie klappen. Vielleicht waren wir eben einfach zu langsam. Er meint ja, don't slow down. Ja, Mann, komm schon. Ey, so eine Reichweite können die doch gar nicht haben, Alter. Na, links auf dem Boot ist noch einer. Ach du Scheiße. Mit MG, glaube ich. Ja, ich habe auch das Gefühl. Und ich glaube, jetzt sind wir aber auf der anderen Seite der Brücke. Wir müssten jetzt wieder in Amerika sein.
Yo. Checkpoint. Yabba dabba du. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so. Was sucht der Marston eigentlich? Sucht er Frieden? Ja, und irgendwie auch Wiedergutmachung, habe ich das Gefühl. Na? Bill Williamson will er ja erledigen, damit er zu seiner Familie zurück kann. Aber und da ein behagliches Leben führen kann. Ein ganz normales Leben, wie es sich jeder gerne wünscht. Aber ich glaube, er will auch ins Reine kommen mit sich selbst. Ja, das ist die Frage. Er hat ein schlechtes Gewissen. Wollen wir das nicht alle? Er hat ein schlechtes Gewissen und vielleicht kannst du ihm ja mal die Beichte abnehmen. Ja klar. Border Crossing. So, ich hab mal nach Lucy gerufen, gepfiffen oder wie auch immer. Lässt sich aber Zeit, hä? Lucy. Und die kommt jetzt aus Amerika angeritten. Hat wieder irgendeinen wilden Hengst getroffen. Hat wahrscheinlich vorher einen Flieger genommen, kurz nach New York, weißt du? Um jetzt auf dieser Seite, auf dieser Border-Seite quasi direkt da zu sein. So, und dann mal ab nach Mexiko. So schnell kann's gehen. Und die Armee ist auch weg. Die gehen auch schnell auf. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Wahrscheinlich gerade Siesta oder so. Genau. Perdido. Fiesta, Siesta. Fiesta, Fiesta. Fiesta vielleicht auch, kann natürlich auch sein. Ja, das geht auch. Da war eine Party beim Pedro. Ach. Ach. Alter. Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet unbedingt. Nee. Was sollen die denn hier? Beschütze vor den Banditen. Da ist noch einer. Alter, Alter, Alter. Das war ja wieder so eine Situation, wo wir beinahe draufgegangen wären. Da ist noch einer, der eine an der Kutsche. Der ist da. Wo ist der denn? Da. Das da. Ah ja, ich seh ihn. So, ich hoffe, du hast die Pferde nicht umgebracht. Alter, Verwalter, jetzt reicht's aber. So, und ich hätte gern ein Dankeschreiben von dem Kutschenfahrer davon. Ich glaube, du hast die Pferde angeschossen, die gehen gerade durch. Ach du Scheibengleister-Hero. Scheibengleister-Hero. Siehst du, die mögen mich nicht mehr. Ist doch für den Arsch. Da haben wir jetzt unseren Kopf riskiert, um mir so eine miese Aktion zu erleben. Naja, Undank ist der Weltenlohn, du weißt es doch. Das kann ja im echten Cowboy auch mal passieren. Ich meine, ich musste hier gerade 4 Leute retten. Wir mussten hier wirklich Einsatz leisten und dann sowas finde ich nicht gut. So, wo reiten wir jetzt als nächstes hin? Ich will gar nicht hier Zeit vertrödeln und jetzt nach Leichen suchen. Schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Aber wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel. Zu Luisa sollen wir. Zu Luisa. De Santa? Oder die müssen Chupa Rosa sein, die Luisa, ne? Oder? Nee, ist aber nicht auf der Karte. Also eigentlich können wir nur zu diesem komischen Armeetypen hier, De Santa. Dann müssen wir wohl, aber ob das eine gute Idee ist, weiß ich natürlich nicht. Machen wir eine Schnellreise? Oder ja, sollen wir eine Runde reiten? Ja, machen wir eine Schnellreise, komm. Machen wir mal eine kleine Schnellreise dahin. So, bremsen wir und hier ist doch schön. Genau, hier ist ein Platz für ein Camp. Sehe ich auch so. Hast du sehr schön ausgesucht. Wunderschönes Feldchen hier. Einfach mal campen. Eine Runde. Ach, der hat ja nicht mal ein Zelt. Nee, ach Quatsch, brauchst du ja nicht. Wir haben ja nur das einfache Camp. Wir können uns natürlich auch mal ein schickeres Camp kaufen. So eins mit Indianerzelt und Iglo. Ein Wohnwagen schön, stelle ich mir da vor. Auf jeden Fall. Wunderbar einfach nur. Campingwagen, zack. In der Prärie so ein Wohnwagen. Ich meine, das ist ja auch total trendy. Ach ja, wir sollten vielleicht mal hier zum Zielort reisen. Nach Wegpunkt reisen. Zack. Es geht auf jeden Fall schneller, als wenn wir da immer nur eine Stadt aussuchen. Das ist mir auch mal aufgefallen. Wenn wir direkt zum Wegpunkt reisen. Praktisch. Nach 50 Folgen. Ja, Let's Play ist doch eh schon fast vorbei. Jetzt kann man nochmal die Trümpfe rausholen. Und das Lustige ist, es fragen sich auch immer sau viele Leute, wie wir das denn machen mit dem Kapitel.
Ne? Tja, das ist natürlich ein wohlgehütetes Geheimnis. Ja, dass wir schon wissen, was in der Folge passiert. Aber das werden wir natürlich niemals verraten. Ach, Luisa ist auch hier. Na also. Reiten wir mal erst zur guten Luisa, oder? Oh, ob das... Nee, nicht so eine gute Idee. Ja, eher eine schlechte Idee. Okay, komm. Hier einmal um die Kurve. Deine Reitkünste sind einfach legendär. Ja, muss auch so sein. Also, ich will jetzt hier durch die Decke pesen. Wo ist denn die Luisa? Moment, ist die doch nicht hier vielleicht? Habe ich mich vielleicht... Die ist zumindest auf dem Radar. Die? Hä? Alter. Wo sollen die sonst sein? Ist hier unten irgendwo? Ach Gottchen. Da unten ist die. Wir haben die eben übersehen. Naja, gut. Dann. Was willst du denn? Nee, der will mir bestimmt das Pferd klauen, oder? Der will uns das Pferd zocken. Dann, pass auf, dann pfeif mal nach dem Pferd, wenn er drauf sitzt. Das wurde einmal in den Kommentaren vorgeschlagen. Nee, wenn er drauf sitzt. Ah, ja, das haben wir doch auch schon mal gemacht. Oder will der ein Duell? You think you can shoot, do you? Ah. Why don't you prove it? Soy León Galindo. Recuerda mi nombre. Na gut, ich gebe mein Bestes und ich verkacke bestimmt wieder. Naja, gut. Was will man machen? Wenn wir schon herausgefordert werden, müssen wir das auch annehmen, finde ich. Ich verstehe die Leute gar nicht. Schießen wir dem mal wieder den Sombrero von seinem Schädelchen. Leon Galindo. Der Löwe. Weißt du, was dem gut stehen würde? Ein Loch in der Stirn. Finde ich auch. So ein indischer Punkt. Ja, genau. Ungefähr in bleihaltiger Größe. So, pam. Komm. Du hast jetzt schon Zeit mit dem Schießen gelassen. Jetzt verstehe ich es erstmalig, wie ich das mit den Duellen mache. Ich muss gar nicht ballern. So viel die Zeitlupe so lange halten. Nee, sofort ballern, genau. Okay. Du siehst ja unten rechts immer, wo diese Schüsse stattfinden. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt bestimmt wieder ganz woanders, ne? Das Ende ist zumindest auf dem Radar. Sind wir gar nicht. Wir sind hier direkt um die Ecke, also halb so wild alles. Da bin ich mal gespannt, was der Armeefritze dazu sagt, dass wir gerade Soldaten erschossen haben und Gefangene befreit. Wenn der es überhaupt erfahren hat, das ist ja auch wieder so eine Frage. Das stimmt. Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal den Weg wieder, wir müssen hier den halben Hügel hoch. Kann sich nur noch um Stunden handeln, liebe Freunde da draußen. Jeder Gang macht schlank. So ist es. Deswegen wohne ich ja auch am 5. Stock. Jede Gang macht Schlang. Was? Deswegen kann ich auch immer so viel Mayo essen. Boah, du isst auch Mayo zu allem, ne? Ich bin ein großer Fan auch, von Mayonnaise. Auch zu Schokopudding und so. Einfach mal Mayo reindrücken. Müssen wir jetzt hier rein, oder was? Ne, irgendwie nicht. Doch. Ach, da ist der, okay. Ach, schönes Anwesen, ne? Mhm. So schön in Mexiko. Buenos Dias! Wer ist das denn da? Hey! Ja. Sollen wir dem das noch zurückbringen? Ja, das dauert immer so lange, weil dauernd irgendwie jemand kommt mit seinem Gewehrchen. Ja, immer wieder, komm, echt, ey, wir können nicht diesen minderwertigen Menschen jetzt mal helfen, weil das bringt uns ja einfach nicht weiter in der Story. Diese minderwertigen Menschen einfach. Ja, das sind minderwertige NPCs, das stimmt ja sogar. Naja, das sind ja so diese Casual-Aufträge. Genau. So, jetzt nicht rumstehen. Ich meinte das natürlich nicht darauf bezogen, dass Mexikaner minderwertige Menschen wären. Sowas meinen nur Hardcore-Amerikaner. Oh, Verbrechen nicht verhindert. Der Pferdedieb ist entkommen. Ja, liebe Freunde, da haben wir ja wieder ziemlich rumgetrödelt heute, aber ist ja nicht schlimm, dafür haben wir ein bisschen geplaudert. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun hier in Mexiko. Jawohl, und ich würde sagen, das schauen wir uns am besten in der morgigen Folge Red Dead Redemption an. Ja, und dann reden wir auch mal da vorne mit dem Militär-Heinz. Bis dann. Tschüss.